Engel werden immer mit Flügel gemalt, aber nie mit Flügel gesehen. Ich habe noch nie einen Engel begegnet und ich bin vielen begegnet. Mit Flügel. Meine Mutter, die im Himmel jetzt ist, hat auch Engel begegnet. Sie haben ihr Leben gerettet. Flügel hatten sie nicht. Und ich sage auch, wieso nicht? Im Himmel, da haben wir Flügel. Und sehr unterschiedlich, vielfältige. Aber wenn wir hier auf die Erde herniedersteigen, dann legen wir die Flügel ab, damit sie hier in der Hölle nicht verbrennen. Damit wir hier die Flügel nicht verlieren und sie nicht genommen, geraubt werden und abgezogen. Und wenn wir dann wieder vom himmlischen Vater in den Himmel gehoben werden, um wieder aufzutanken, Energie und Liebe in uns aufzunehmen und zu berichten, was hier auf der Erde abgeht, setzen uns die Flügel wieder an. Und jeder erkennt jeden, welchen Rang er hat und welche Aufgabe. Deshalb, Menschen der Erde, sucht nicht nach Menschen, sucht nicht nach Engeln mit Flügeln, sondern akzeptiert die Engel, die zu euch in die Hölle herabsteigen, um euch den Weg in den Himmel zu zeigen, auch ohne Flügel. Denn erst wenn ihr im Himmel seid, werdet ihr die Flügel erkennen, die euch gehören und wieder aufsetzen können. Denn die Wahrheit ist, dass wir alle Engel sind. Eine Engelschule hier, die leider vernichtet wurde durch Dämonen, gefallene Engel, die ihre Flügel verbrannt haben und im Himmel keiner mehr bekommen. Deshalb sucht nicht nach Flügel und schaut nicht nach Engel umher, sondern aktiviert in euch die Liebe. Denn dann wird Gott der Vater euch, wie uns Engel ohne Flügel, in den Himmel emporheben und euch dann die Flügel, die euch zustehen, ansetzen, damit ihr dann wieder auf die Erde herabsteigt und euren Dienst tut als Engel.